So, hi zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Arcade, dem deutschen Videomagazin. Heute geht es weiter in Sachen Taucher, Helm und Taucherflossenbau. Wir haben jetzt noch eine Stunde, bis unsere Bäume ablaufen. Ich schaue jetzt mal hin. Leider kann man die Bäume nicht nachschneiden. Das heißt, ich muss sie jetzt fällen. Oh, jetzt schauen wir uns mal an, wie dieser Riese hier umkippt. Ich hoffe, das wird es jetzt auch gut dargestellt. Ui, Bom. Da ist der große Baum weg. Ich habe 20 Arbeitskraft investiert und 14 Holz bekommen. Also die ähnliche Ausbeute wie bei der Kiefer. Jetzt schauen wir uns das Ganze bei dir nochmal an. Plomps. Jawohl, und da ist der auch weg. Okay, wir fangen heute mal an mit was völlig anderem. Habe ich eigentlich noch gar nicht so gemacht bis jetzt. Und zwar, ich werde jetzt mal Richtung AH reiten, weil ich doch die Crafting Stations auch in der Nähe brauche. Das heißt, ich reite jetzt nach Mahadevi. Und in der Zwischenzeit spiele ich euch mal was vor. Und zwar ist ja so, dass die ArcheAge-Fanart sich ja nicht nur auf Bilder beschränkt oder auf Ingame-Videos und solche Sachen, sondern auch auf Songs, auf Tracks, wirklich auf Musik, die die Fans davon machen. Und jetzt ist einer bereits, der kam bereits Ende Mai raus, den habe ich aber jetzt erst entdeckt, weil der Autor dafür ausgezeichnet wurde mit einem Ingame-Titel. Also einmal im Monat vergibt XL Games Ingame-Titel an verdiente Members innerhalb der Community, die halt, keine Ahnung, besondere Artworks gezeigt haben, besondere Posts geschrieben haben zu bestimmten Themen, die halt auch zum Beispiel jetzt, was weiß ich, Figuren aus ArcheAge mit Knetmasse nachgebildet haben oder sonstige Künstler. Ja, und in dem Fall haben wir jetzt eine ganz besondere Kunst, nämlich den Track Welcome to ArcheAge. Wer den noch nicht kennt, viel Vergnügen. Wer die Musik nicht mag, bitte vorspulen. Das Ding geht ungefähr 3 Minuten 5. Und ich fange jetzt einfach mal das Reiten an und wünsche viel Vergnügen beim Zuhören.
Tja, das war unsere kleine Vorführung. Ja, das ist Fanart, wie gesagt, sehr schön. Ich freue mich auch schon auf einige Musikstücke, die dann bei uns kommen. Da gibt es ja immer was, ihr kennt ja vielleicht doch die legendären Tracks, wie zum Beispiel, die Horde Rentner Hegenberg ist ja eh jeden im Begriff. Dann natürlich der Goldparler, dieser legendäre Rap-Klassiker. Dann Looking for a Group bei SWTOR, da gibt es ja so viele geile Musiksachen. Wenn ihr da welche kennt, würde ich mich freuen, wenn ihr in die Comments mal ein bisschen was reinschreibt, was ich mir auch anschauen kann. Also wirklich so richtig geile Musikvideos auch aus anderen MMOs. Weil ich finde, sowas gehört einfach zur Kultur mit dazu. Ich finde es einfach nur klasse, wenn sich da die Leute wirklich gut Mühe geben mit. Ja, und jetzt machen wir mal wieder ein bisschen Alltag. Das heißt, ich werde jetzt auch wieder die Spielmusik anschalten. Zumindest, ja, relativ leise. So. Genau, da haben wir sie wieder. Perfekt. So, haben wir irgendwas verkauft? Natürlich haben wir wieder was verkauft. Wir haben wieder ein paar Sachen reingesetzt. Oh ja, da kommt was zusammen. So, das waren ja unsere... Ihr könnt euch erinnern, unsere Billigblumen beim letzten Mal. Wie gesagt, die geben immer gutes Geld. Ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen. Haut die Dinger raus, verkauft sie. Und natürlich gibt es auch wieder vom Homecoming-Event dreimal den Stein. Den Stein ist gut, den Portstein. Ja, wir waren ja stehen geblieben bei unserem Tauchequipment. Und da schauen wir mal, was wir jetzt hier noch drin haben. Also das haben wir ja bereits fertig. Wir haben geguckt wegen den Goldbahnen, die waren... Teuer, wollte ich jetzt noch was sagen. Aber ich habe es ja auch teuer seinerzeit verkauft. Von daher bin ich da absolut d'accord mit, wenn die ruhig teuer sind. Jetzt haben wir hier die Rare-Steine. Da ist normales Golderz. 2 Gold 50 WTF. Nein, 1 Gold 80. Ich brauche eh 3 Bahnen, also 18 Gold 72 schon mal für die 3 Goldbarren. Okay. Als nächstes Silber. So, dann schauen wir mal, was Silber im Moment wäre. Das ist bestimmt auch nicht gerade wenig, denke ich mal. Arcium, sonstiges. Hier ist Silbererz. Oh ja, ich sehe schon die 100er Packs. So, da brauchen wir 5 von. Also nochmal 20 Gold für die Silberbahn. Ihr seht, jetzt sinkt natürlich der Goldbetrag wieder. Ja, und jetzt kommt natürlich die Krone der Schöpfung. Wir brauchen natürlich noch die Hardcore-Bahn hier. Das sind nochmal... Boah, sind die teuer. Boah, kann ich die vielleicht auch fertig kaufen? Oh, heftig. Mal gucken, was die fertig kosten, die guten Stücke. Halt, da ist Papier. Papier ist bekanntlich geduldig, geduldiger als ich. Da haben wir den Delphinate-Barren, den Porno-Barren. Wie gesagt, das sind keine Namen, die offizielle Übersetzung sind, ne? Gleich ganz wichtig. So, ich glaube... Ja, das sind sie. 85 Gold für 9 Stück. Ich brauche allerdings nur 5. Oh, 10 Stück, 65 Gold. Ja gut, die anderen 5 kann ich wieder verklopfen. Oder für die Schuhe nehmen. Und dann sind wir eigentlich schon fertig und können zumindest schon mal unseren Taucherhelm bauen. Das schauen wir uns gleich mal live an. Also wie gesagt, nicht unbedingt nachmachen. Ich empfehle da natürlich wirklich selber farmen. Das ist wesentlich kostengünstiger und ressourcenschonender als das, was ich jetzt hier veranstalte. Aber wie gesagt, wir haben es ja. Wer, wenn nicht wir, ne? Heute, wie gesagt, am Freitag, wie gesagt, der Final Fantasy 14 Beta Phasen 3 Test läuft jetzt. Da werde ich auch wieder mit dabei sein. Und ja, um nochmal die Frage zu beantworten, ich werde Final Fantasy auch spielen. Ich weiß, es ist Themenpark, ich weiß, es ist instanziert, ich weiß. Aber erstens Controllersteuerung, zweitens PS3, drittens, es ist ein Final Fantasy. Ich muss es einfach tun. Und ich habe ja Final Fantasy 14 1.0 auch die Collectors Edition. Das heißt, ich habe den Head Start mit inklusive, ich habe 14 Tage gratis Spielzeit. Ich habe alle Bonis aus der Final Fantasy 14 Collectors Edition von A Realm Reborn, ohne sie überhaupt zu kaufen. Finde ich sehr fair. Und Yoshi P. hat ja auch das eindrucksvoll nochmal unterlegt, wieso er so extrem für Pay-to-Play ist. Weil, wie gesagt, Square Enix und Blizzard, die haben keine Investoren im Nacken. Die können quasi frei wirtschaften, die haben eigenes Geld von Square Enix auch dafür abgestellt für Final Fantasy 14. Und deswegen können die sich das halt eben auch einfach erlauben. Und die brauchen kein Free-to-Play, die brauchen nichts. Die können mit den Kosten der Abonnenten kalkulieren. Wenn sie wissen, wir haben 200.000 Abonnenten, können wir so viel Content liefern. Wenn wir 500.000 Abonnenten haben, können wir so viel Content liefern. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt,
Es ist schön, es hat halbwegs Active Combat, aber einen sehr, sehr langsamen Active Combat, muss ich dazu sagen. Den Global Cooldown, der ist wirklich sehr, sehr lahm. Das hat es wirklich in sich. Aber damit kann ich leben. Ich habe einfach mal ein gemütliches Spiel zum Daddeln und ich kann es mit dem Joypad auf meiner Couch spielen. Herz, was willst du mehr? Also ich bin kein Fan von Konsolen-MMORPGs, absolut nicht, ne? Also ich würde mich da freuen, wenn es da mehr Interaktionsmöglichkeiten gäbe. Aber wenn die Konsolenversion vom PC abhängig gemacht wird und natürlich nicht umgekehrt. Das haben wir ja bei vielen Ports von der Konsole, dass man dann eben diese miserable Steuerung hat. Ich denke da noch mit Schrecken an Final Fantasy 7 zurück, die PC-Version davon. Und ich glaube, die Defiance hat ja auch so dieses Problem mit dieser Konsolenlastigkeit bei der Steuerung, bei den Chats. Naja. So, dreimal hiervon. Das kostet ja wieder schöne Arbeitskraft, das alles zu schmelzen. Dann brauche ich einen Alchitisch auf jeden Fall, um... Oh, was war denn das? Ah, okay, das war mein E-Mail-Client und Facebook, sorry. So, das waren jetzt die Barren. Im Groben und Ganzen. Jetzt schauen wir uns mal die Liste noch an. Zum Vergleich. Also die Flossen. Die Flossen könnte ich jetzt bereits bauen. Aber für die Flossen brauche ich dann nochmal 3 und 5. Ne? Also nochmal Silber. Das kann ich mir dann gleich noch kaufen. Kein Problem. So, jetzt brauche ich einen Alchitisch. Der ist da hinten, glaube ich. Ach komm, allein craftet sich das Kaffee so langweilig. Komm, Baumi. Raus mit dir. Baumi, Baum. Auch wenn du nur Stufe 11 bist, ich mag dich. So, hier haben wir den Crusher. Da ist Alchemie. Ich glaube, der hat ein paar Wegfindungsprobleme. Oh Gott, der Arme. So, wo ist das jetzt? Wo ist das jetzt? Wo ist die Taucherperle? Ah, da war die Taucherperle Juwelier. Oh, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt mich da jetzt vertu. Ich könnte aber schwören, dass die Taucher. Obwohl. Das sind die Chassis. Ne, das sind Schmuckstücke. Okay, jetzt bin ich gerade was verwirrt. Jetzt machen wir nochmal ein allgemeines Menü auf. Alchemie. Stundengläser. Ah, übrigens, das hier ist der neue Powertrank bis Stufe 40. Die Erweiterung des ersten Tranks. Cast-Speed-Reduktion 20%, 40% Angriffstempo, 41% mehr Schaden für eine Stunde haltbar, wirkt nicht gegen andere Spieler. Und ich könnte es theoretisch noch ein Level lang verwenden und das Ding kostet gar nichts. Also. Auch wieder sowas, was mich ein bisschen entsetzt zurücklässt bei der ganzen Angelegenheit. Das haben wir nicht. Ey Leute, macht mich jetzt nicht kirre. Macht mich jetzt echt nicht kirre. Das gibt's doch gar nicht. So, gehen wir nochmal da drauf. Und die Perle benötigt. Das ist ein Alchitisch, oder? Benötigt. Das ist gar nicht Alchemie. Was ist denn das? Ey, ich werd verrückt. Das ist der Beruf hier mit dem entweder O-Strich oder... Ha! Da sind wir zu Hause. Es ist... Alchemie. Erste Kategorie. Nochmal. Haha. Aber die Kategorie gibt's hier gar nicht. Hallo? Hallo? Jetzt sagt bitte, ich brauche einen erweiterten Alchitisch dafür. Oh nein. No. Ach, ich brauche einen Crusher. Ich brauche einen Crusher. Oder? Ja. Oh Gott. Einer reicht. Gott, Leute, ey. Mach mich nicht fertig. Jetzt war ich wieder mal total verpeilt im Moment. Oi.
So, dann würde ich sagen, was soll der Geiz? Gehen wir nochmal kurz hoch. Und kaufen nochmal die Mats ein für 3 Goldbarren und für 5 Silberbarren. Dann ist mein Vermögen wieder unten, aber ich bin dafür um 2 Tauch-Equip-Sachen reicher. Oh, oh, oh. Das heißt, ich brauche jetzt 8-mal Golderz. Wird es wohl so in der Form nicht geben. Ne, wenn, dann gibt es nur im 10er-Pack. Okay. Und ich brauche 13-mal Silbererz. Ja, 4 und 10, da gibt 14. Perfekt. Und wir sind wieder unter 100 Gold. Aber ihr dürft nicht vergessen, ich kann ja einige Sachen wieder verkaufen. Die Reste, die davon übrig sind. Da würde ich sagen, nächste Folge gehen wir dann ein bisschen tauchen. Was meint ihr, ne? Einfach mal spaßeshalber das Equip ausführen unter Wasser. Und zwar an Stellen, die ich jetzt selber auch nicht so kenne, um mal zu gucken, ob es da jetzt vielleicht was gibt mittlerweile, ne? Das wäre doch mal schön, wäre mal interessant. Und dann ist es für mich nämlich auch blind und ich spoilere nicht zu viel, weil ich es ja selber nicht kenne. Das heißt, ihr seid dann selber live bei meinen Abenteuern unter Wasser mit dabei. Heppa! So, 5-mal Silber. Also mit dem Helm kann man eben nach Ablauf der Sauerstoffflasche oder auch ohne Sauerstoffflasche allein schon mal eine Minute unter Wasser bleiben. Und die Flossen erhöhen das Schwimmtempo um 30%. Das heißt, in Kombination natürlich ein sehr, sehr feines Set. Da kann man echt nicht meckern. Na, wo habe ich denn jetzt hin? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe doch noch mal ein paar Unterlagen jetzt zum Spitzen. Ah ja, hier. Okay. Ja, heute gab's eine neue Preview. Habe ich auch in den Neues vom Testserver-Thread gepackt und das Video bei mir im Channel hochgeladen. Der Unterwasser-Raid wurde vorgestellt, Island of Eternity. Anscheinend ist die Island of Eternity erstmal ein Public-Dungeon mit Elite-Mobs, mit Raid-Bossen, also Public quasi für alle, inklusive PvP natürlich, wir sind ja im offenen Meer. Und in der Mitte, oder irgendwo erleben in dieser Island of Eternity, ist ein Tempel. Und dieser Tempel ist quasi der 10-Mann-Raid. Und anscheinend muss man dort mit Mobwellen dealen, bevor man gegen Hula oder Tula oder wie der Handboss da heißt, dieser böse Priester, antritt. Sehr, sehr interessante Sache auf jeden Fall. Das könnt ihr euch da gerne mal angucken. Okay. Da, ich würde mal behaupten, wir haben es geschafft, ne? Aber ich muss dann nachher nochmal die hier kaufen. Also mit etwas Glück, jetzt kommt das Witzige, der Taucherhelm kann auch proggen. Der kann ebenfalls grün werden. Sehr, sehr interessante Sache. Aber meiner ist natürlich jetzt erstmal ganz normal weiß. Ja, ich habe jetzt etwas Probleme mit dem Reden, der kriegt es ja mit, aber ich denke mal, wir werden das schon irgendwie schaukeln, das Ganze, ne? Ja, mit so einem Helm ist es halt äußerst schwer, eine normale Sprache zu machen. Und Luft kriegt man auch nur äußerst scheiße. Naja, Spaß beiseite. Also der Taucherhelm ist schon ein geiles Ding, muss ich sagen. Wie gesagt, das sind die Stöpsel, die man quasi dann an die Sauerstoffflaschen anbringt. Das Ding ist wirklich opti auf Steampunk. Also Jules Verne wäre stolz auf sowas, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Liesel sieht es noch lächerlicher aus als bei meinem Elfen oder bei meinem Menschen. Gottes Willen, ey. So, ich brauche jetzt vom Crafting-Bedarf hier noch die Fläschchen. Ich glaube, die gibt's hier oben. Und zwar brauche ich die... Für Le Fleuss brauche ich die hier mit dem Balken nach oben und dem Viereck. Also einmal davon 5. Tja, und das war's. Jetzt kann's losgehen. Dann bauen wir noch die Flossen fertig. Und dann kümmern wir uns wieder mal ein bisschen um den Anbau im eigenen Haus. Das ist ja auch ganz wichtig. Denke mal, ich werde wieder weiter mit Blumen machen. Die sind halt sehr ergiebig und ich kann damit auch schön sammeln hochskillen. Oh, the Mongo. Ah, mit Taschebusse. Genau. So, klonk, klonk, jetzt geht's an die Fluss. So, ein Traum. Auch die Flossen sind nicht geprockt, das wäre auch zu schön gewesen. Ja, und jetzt sehen wir das Taucherset im vollen Umfang mit der Fluss. Mit der Froschen? Ne, mit der Flossen. Und der Barbe. Und der Taucherhelm natürlich auf dem Kopf.
Kennt ihr den, diesen Typen da, diesen Comedian mit seinen Stoffpuppen, dieser geile Bauchredner? Froschen? Eine Froschen? Oh, eine Froschen. Eine Barbe. Wo eine Barbe? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, der ist schon mal auf RTL oder so aufgetreten. Keine Ahnung. Ich habe das sein Programm mal zufällig, weil ich ein großer Fan von Volker Pispers bin. Und Pispers hat mal irgendwann in seiner Show, in seiner Sendung bei Dreisat, den Typen mit drinnen gehabt. Die habe ich so den Namen nicht vergessen. Und hier habe ich nur diesen dämlichen Frosch, habe ich halt in Erinnerung behalten. Du Froschen. Okay. So, schauen wir uns nochmal die Bonis an. Wie gesagt, wir haben jetzt den Helm eben. Das haben wir oben nochmal in eine Minute länger unter Wasser und Schwimmtempo um 30% erhöht bei den Flossen. Habt ihr jetzt ja oben links gesehen. Ach Gott, ich habe ja versprochen, dass ich die Maus wieder einblenden will. Das habe ich jetzt vergessen. Das tut mir leid. Wie gesagt, in der nächsten Folge. Jetzt fällt es mir gar wieder wie Schuppen von den Augen, jetzt wo ich mit der Maus wieder was darstellen wollte. Heidet aus. So, leuchten wir mal den Herrn hier ein bisschen aus. De Bomen, kaufen wir auch De Bomen wieder. 10-mal De Bomen. Und noch ein paar von den Sämchen. Dann nehmen wir wieder mal von den billigen. Machen wir 500 von. Wie gesagt, mit Shift-Klick könnt ihr dann wieder die Menge eingeben, die ihr kaufen wollt. Das ist wie gehabt. Und bei einem Gummibaum sage ich bekanntlich auch niemals nein. Und gleich fällt er. Baum fällt! In Kürze. Blonk. Mir ist aufgefallen, dass bei meinen ganzen Baumfällaktionen, immer wenn ich auf Gummibäume gestoßen bin, dass ich sehr selten natürlichen Gummi bekommen habe. Das ist schade. Natürlichen Gummi, da braucht man 80 Stück von für die Reifen vom Auto. Also der wird ziemlich gut verkauft momentan. Aber irgendwie ist mir da das Glück absolut nicht hold, muss ich sagen. Ansonsten ist es wieder Freitag. Ich bin gespannt, ob es heute Abend ein Patch auf dem Testserver geben wird, einen größeren. Momentan läuft auf dem Testserver ja auch ein Event. Ich habe es jetzt auch rausbekommen, um was es da geht. Man muss also nicht irgendwie Pew Pew in Rainbow Fields machen oder so. Es geht einfach nur darum, online zu sein und aktiv zu sein auf dem Testserver. Also wenn man jetzt die nächsten 14 Tage bis zum Release der Free-to-Play-Version, also des neuen Freemium-Modells, wenn man aktiv auf dem Testserver mitmacht, das heißt, man loggt sich ein und spielt, glaube ich, mindestens eine Stunde am Tag, dann bekommt man nach einer Woche so ein Puppenset als Belohnung, also solche Puppen, wie ich sie hier zum Beispiel die eine im Haus stehen habe, ich kann da mal kurz reingehen, für alle, die sie nochmal sehen wollen. Und davon gibt es ja viele, 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 viele verschiedene, ne? Das ist ja nur eine von denen, die ich jetzt hier bei mir habe. Ja, das Puppenset ist das erste. Dann bekommt man, wenn man die zweite Woche komplett durchspielt, das Zebra-Mount. Und wenn man die ganzen zwei Wochen, also sowohl die erste als auch die zweite Woche durchspielt, bekommt man jetzt zwar nicht unbedingt einen Porno-Kleider, aber den in meinen Augen schönsten Kleider, der momentan im Spiel verfügbar ist. Der sieht aus wie so ein Voodoo-Götzen-Abbild, wenn man den auf dem Rücken hinten drauf hat. Und wenn man mit dem Ding fliegt, oh, es ist ein Segen, es ist Sahne einfach, das Teil. Das gab es bis jetzt nur bei einer Aktion für Spieler, die im PC Bang länger als zwei, also wenn man, die quasi $20 im PC Bang liegen gelassen haben, weil sie 20 Stunden oder mehr gespielt haben. Die haben das Ding bekommen, das war eine PC Bang Sonderauszeichnung. Und jetzt gibt's halt eben die Chance als Testserver, dass der wirklich jeden Tag mindestens eine Stunde drauf ist und was macht, das Teil zu bekommen. Und ich werde ihn mir holen. Ich sage es euch, das ist der einzige Kleider. Also ich finde die Kleider optisch alle unter aller Kanone. Ich finde die alle nicht so prickelnd. Diese adlerähnlichen Kleider wie der vom Kraken oder der, den es für die Online-Zeit überhaupt jetzt gegeben hat, der ist toll. Den finde ich ganz cool eigentlich. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Der Schmetterlingskleider ohne Warte, das Ding ist, sorry, absolut tuffig und tundig. Sorry, ich finde es einfach ekelhaft. Ich mag den überhaupt nicht. Der schwarze Kleider ist zu böse. Der Bomberkleider ist so schwulstig und groß und so weiß. Und es ist, also wie gesagt, das liegt ja alles im Auge des Betrachters. Aber für meinem Geschmack nach taugen mir die ganzen Kleider überhaupt nicht. Ansonsten ich habe ja noch nie mal mit einem Main-Char mir einen für Level 40 gebaut, weil ich die scheiße finde. Was ist der Main-Char mit den großen Chars? Der Main-Char kommt ja erst noch. Ja, wo wir gerade beim Thema Main-Char sind, der Joxcast gab sich ja die Ehre, ne? Den Joxcast kennen ja, denke ich, viele von euch. 5 Millionen Abonnenten aus UK, bekannt geworden durch viele Minecraft-Videos. Und die haben ja auch Arch Age in der CBT4 gespielt und haben ein Interview jetzt gehabt mit Kyung-Tae Kim, der mittlerweile auch offiziell als Lead-Producer für Arch Age jetzt bestätigt wurde. Das heißt, Jake Song ist raus. Also Jake Song ist immer noch der Oberboss des Unternehmens. Klar, wer hat mit dem Projekt Arch Age
wenig bis gar nichts mehr zu tun. Er kümmert sich jetzt um Civilization Online. Das zu bewerten, das steht mir leider nicht zu. Ich persönlich finde es sehr, sehr schade. Aber das könnt ihr euch ja bestimmt vorstellen. Ich bin ja großer Fan von Jakey. Naja, auf jeden Fall, die haben ein Interview mit ihm geführt. Und dann natürlich, und bei Simon ist es halt eben so, er ist auch ein großer Fan von Zwerge. Von den Zwergen, da ging es so, ja, are there any dwarves? Ging es dann so. Und dann hat Jung der Kim gemeint, wir arbeiten daran und sie kommen sehr bald. They're coming very soon. Sie kommen sehr bald. Und dann Simon so schüttelt ihm die Hand, will ihn schon fast umarmen und so, weil solange Zwerge im Game sind, ist Simon glücklich und ich bin's auch. Ja, hoffen wir mal, dass sie wirklich sehr, sehr bald kommen. Ne? Also im Sommer rechne ich schon mit der Ankunft der Zwerge. Jetzt im Juli oder August. Man wird sehen. Da erwarte ich auch direkt jetzt nach den Ankündigungen, jetzt nach der Einführung von Freemium, die Ankündigung für das Ganze. Bin sehr, 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 sehr gespannt. In jedem Fall. So, ich würde sagen, wir machen jetzt 16 Mal von diesen Pflanzen die Megasamen, weil 16 Stück passen auf eine große Vogelscheuche. Und ich glaube, das kriege ich mal hin, die 16 anzubringen. Und dann stellen wir noch das Zeug auf und dann ist die Spielzeit auch schon vorbei. Und dann muss ich noch ein bisschen was arbeiten und dann kann ich endlich Final Fantasy 14 zocken. Ich freue mich sehr auf die Beta. Die Keys wurden ja ordentlich rausgehauen. Und ich denke mal, wenn jemand von euch da gerne mit einsteigen möchte, wir haben einen Channel bei uns im Teamspeak, der heißt Let's Play Together Final Fantasy 14. Ich denke mal, da werden sich jetzt am Wochenende wieder sehr viele Leute treffen. Also wenn ihr Anschluss sucht, die deutsche Comp spielt auf Shiva, auf dem europäischen Chart Shiva. Da sind sehr, sehr viele deutsche Spieler drauf. Ja, und jetzt haben wir schon 17. Wie gesagt, nur als kleine Schleichwerbung, wenn ihr euch doch vielleicht für sowas wie Final Fantasy 14 erwerben könntet. Es hat halt wirklich nichts mehr mit dem alten Final Fantasy 14 1 zu tun. Ich fand es gar nicht mal so schlecht. Also als Angler war es meine Erfüllung, der Anglerberuf. Ich hoffe, er wird genauso gut auch in der Realm Reborn gemacht. Dann kann das Spiel mich definitiv wieder ein paar Monate fesseln. Spätestens bis zum Arcage Release, ne? Mal sind wir mal ehrlich, man kann ja nicht die ganze Zeit Arcage zocken. Also ich kann es schon mal gleich gar nicht mehr. Ich bin jetzt auch an so einer Spoiler-Grenze erreicht und ich habe es ja neulich schon gesagt, jetzt mit Tryon und all dem, was passiert, ich freue mich jetzt doch sehr auf den EU-Release und werde wahrscheinlich doch etwas aktiver spielen, als ich es mir am Anfang vorgenommen habe und so langsam kommt so eine Spoiler-Angst bei mir auch auf, ne? Ich habe ja dann noch gar nicht wissentlich gequestet bis 50 und wer weiß, vielleicht spiele ich in der EU ja auch mal die ein oder andere Instanz, weil es vielleicht verständlicher ist oder weil mal eben Freunde hat, Bekannte, mit denen man zusammen spielt. Man wird sehen, also ich bin im Moment auch jetzt etwas scheu, was Arcage betrifft. Und vor allem, ich muss auch mal gucken, wenn es halt Änderungen gibt und so. Ich habe ja gestern auch endlich wieder mal eine weitere Secret-Quest-Reihe geknackt, nach über 3 Monaten, die ich an dem Ding drankangen war. Ach scheiße, ich hab's wieder verkackt. Nach über 3 Monaten, die ich an dem Ding drankangen war, habe ich es endlich geschafft, eine Secret-Quest-Reihe zu knacken, deren großes Finale in den Golden Plains stattfindet. Und ich will da natürlich nichts drüber spoilern, aber das Einzige, was ich spoilern möchte, ist, ich habe einen Secret-Title bekommen mit einem meiner großen Chars. Unglaublich geil. Also wirklich echt super mega Explorer-Belohnung. Ich kann es, wie gesagt, jedem Explorer nur nahelegen. Spielt Arcage, das wird euer Game. Und ich habe es trotzdem verkackt. Und es ohne Worte. Boom. Und noch ein Boom. So, wie gesagt, dann nächste Folge. Entweder zeige ich euch dann das Ausruhsystem oder wir gehen tauchen oder wir machen beides. Das werden wir jetzt dann mal sehen. Das werde ich dann morgen, denke ich mal, erst machen. Heute, wie gesagt, an diesem Freitag werde ich mich jetzt noch ein bisschen Final Fantasy 14 widmen. Ich will mich da auch nicht zu sehr spoilern. Letztes Wochenende habe ich bis Stufe 9 gespielt. Jetzt werde ich mal eine Klasse auswählen, die ich mit Sicherheit nicht nach Release spielen werde. Weiß nicht, vielleicht Faustkämpfer, vielleicht Pikenier. Bin ja, wie gesagt, entweder bin ich ja Tank oder ich bin Supporter oder ich bin Fernkämpfer. Und natürlich bevorzugt immer so der Waldi, der Bogi, das ist halt so meine Welt. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken auch heute wieder, ne? Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Arcage, dem deutschen Videomagazin. Bis zum nächsten Mal und etwas Musik noch zum Abschluss. Ciao, ciao!